Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt's einen Pflaumenkuchen ohne Streusel, ohne Pudding, einfach Hefeteig und Pflaumen. Natürlich kann man auch Pudding drunter machen, Streusel oben drauf machen. Dafür habe ich auch, ich glaube, ein paar Rezepte für die Pflaumen. Aber heute wollte ich gerne nur einfache, ganz normale Pflaumenkuchen, nur Zucker und Zimt obendrauf, das reicht. Und natürlich, wenn für euch wird der Teig zu dick, schaut ihr, wie fluffig ist der, dann könnt ihr es vielleicht nur für 400 Gramm Mehl, den Teig zubereiten. Ich habe 600 Gramm genommen. Ich habe dieses Originalrezept für Taucherteig genommen und dadurch ist der richtig schön so groß. Aber wir mögen gerne so, aber nicht jedermanns Sache. Dazu ein bisschen Sahne servieren und dann Kaffee. Oh, was will man doch mehr? Und die Pflaumen sind so saftig. Richtig lecker. Absolut nicht sauer. Leichte butterliche Geschmack, diese Säure von Pflaumen und leicht süßes, wirklich absolut nicht süße Hefeteig. Passt sehr gut. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für diese Kuchen habe ich jetzt mir folgende Zutaten vorbereitet. Es wird mit Hefeteig gemacht. Und mein Lieblingshefeteig ist Taucherteig. Und wie ich es zubereite, werde ich euch unten in die Beschreibung bei den Zutaten Link zu stellen, weil ich möchte mich nicht unbedingt wiederholen. Dieser Teig für mich ist für so eine Gebäcke, süße Gebäcke einfach perfekt, weil es ist sehr flüssig, sehr weich und bleibt über mehrere Tage frisch. So, dann habe ich noch Pflaumen vorbereitet. In meinem Fall habe ich hier 1,3 Kilo. Ich hoffe, das reicht mir für ein Blech. Wenn nicht, dann kann man immer noch dazwischen mal ein paar Äpfelchen dazu schneiden. Die muss man abwaschen, abdrucken und in die Hälfte schneiden. Und am besten natürlich auch Handschuhe ziehen, weil die Hände werden dann total braun. Bisschen geschmolzene Butter kann man nehmen, muss man aber nicht. Und dann brauner Zucker und Zimt zum Bestreuen. So, holen wir erstmal unseren Teig raus. Schaut ihr, wie wunderbar. Und wenn man in die Hand nimmt, ist wie eine Wolke. Ich finde diesen Teig perfekt, wenn man nicht zu viel Zeit hat, aber möchte mal schnell einen Kuchen backen, dann kann man ihn so zubereiten. Ich gebe ganz bisschen Öl auf den Tisch und hole den Teig raus. Perfekt. Ich möchte einen Blechkuchen machen. Den habe ich auch schon mit Trennbackmittel bestrichen. Das Rezept habe ich in meiner Playlist, mache aber jetzt immer mit dem Butterschmalz. Und jetzt werden wir unseren Teig ausrollen. Wir müssen ihn nicht mehr kneten, nur ausrollen. So, ich glaube, das wird das reichen für ein Blech. Tragen wir ihn einfach auf den Blech. Und hier können wir dann etwas korrigieren. Bisschen ziehen. So, und jetzt können wir unsere Pflaumenhälfte einfach so ziegelartig drauf machen. So ein bisschen, so etwas so eine über den anderen überlappt. So sieht dann aus. So, belege erstmal schnell meinen Kuchen und dann sehen wir uns wieder. Es hat perfekt gereicht. Hier noch ein paar, habe ich auf die Hälfte noch geschnitten, so Viertelchen, und stecke ich hier am Rand. Nur sieht noch ein bisschen von dem Teig. Perfekt. Und jetzt lasse ich jetzt den Blech für 10 Minuten ruhen. Und in dieser Zeit mache ich meinen Backofen an auf 180 Grad zum Vorheizen.
So, die 10 Minuten rum. Der Backofen ist auch schon vorgeheizt. Erstmal gebe ich ein bisschen geschmolzene Butter auf die Pflaumen. Gibt einen schöneren butterigen Geschmack. Nur so Spitzen. Einfach dagegen streichen und dann reicht es. Nicht so hin und her. Dann macht ihr auch eure Muster nicht kaputt. Hier habe ich 4 Esslöffel brauner Zucker und gebe 1 Teelöffel von dem Zimt. Vermische das und gebe aber nur die Hälfte davon und die Hälfte, wenn das Kuchen fertig ist. Und jetzt geht unser Kuchen bei 180 Grad ungefähr so für 35-40 Minuten. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, meine Lieben, nach 35 Minuten hole ich meinen Kuchen schon raus und schaut, wie toll sind die Pflaumen. Die sind nicht verbrannt, die sind richtig schön saftig, glänzen so toll. Jetzt brauchen wir noch obendrauf bisschen Zucker streuen und unseren Kuchen abkühlen lassen. Und dann schneiden wir ein Stückchen ab und probieren, wie es das schmeckt, wie ist das geworden. Dazu kann man einfach aufgeschlagene Sahne servieren. Mehr braucht man nichts. So, meine Lieben, habe ich mit dem Zucker bestreut und jetzt lasse ich ihn einfach abkühlen. So, mein Kuchen steht schon ein paar Stunden komplett abgekühlt und jetzt schneiden wir ein Stückchen ab. Ich nehme so ein Messer mit den Zähnen und hier ist er nicht spitz, deswegen wird er mein Blech nicht zerkratzen. Schneide einfach zwischen rein und schauen wir mal, wie sieht unser Kuchen aus. Oh. Nehmen wir von der Mitte. Es ist ein bisschen zu viel, vielleicht Teig. Es kann man auch vielleicht mit 400 Gramm das machen für den Blech. Aber der Teig wirklich schmeckt sehr, sehr lecker. Er ist sehr locker. Schaut, so locker ist er. Mmh. Dazu jetzt noch aufgeschlagene Sahne servieren und Tasse Kaffee. Und was braucht man da noch mehr? Gar nichts. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Video gefallen und ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.